Das hat ein Haar Dödel. Heute wurde ich auf der Straße angesprochen von einem heruntergekommenen Mann. Dann habe ich erkannt, unter all dem Dreck war es Kedos. Und er hat gesagt: Hey, Kies, du alte Socke, willst du mit mir Mumu spielen gehen? Ich so: Was? Was? Und ja, dann habe ich gesagt: Okay, Kedos, Ja. was ist Mumu, du Du hast das Meister aller verwechselt. Du hast Mumus? das, du hast das, das war wieder einer deiner Fieberträume, den du hattest. Eigentlich habe ich doch so vertretungsmäßig an deiner Tür geklingelt und habe ich so ein kleines Köfferchen dabei gehabt, habe das aufgemacht und dir das Spiel vorgestellt und habe gefragt: Kies, wann hast du das letzte Mal mit einer Mumu gespielt? Ist Und schon dann eine meintest du: ganze Weile Ist eine her. In ganze Weile her, ja. meinem Alter macht man das nicht mehr. Also, wir sind hier diese kleinen Männchen und das ist ein Browser-Spiel. Das kann also jeder kostenlos spielen mit seinem Browser. Und wir müssen hier einmal Beeren, dann Steine und Holz abernten. Und dann können wir tolle Sachen machen damit. Also uns zum Beispiel eine Verteidigungsmauer oder Spikes, da werden die Gegner aufgespießt und eine Windmühle, damit bekommen wir, keine Ahnung, irgendwas. Und wir können aber auch unsere Ausrüstung verbessern. Kedos hat jetzt hier so ein Schwert, ich habe einen Hammer oder eine Axt. Richtig. Also man, es ist so ein typisches IO-Game, bloß so ein bisschen so eine Mischung aus Survival und Einsammeln. Man kann eben auch gemeinsam spielen. Ziel ist es, so ein Dorf aufzubauen. Das sieht man hier schon so ein bisschen mit diesen Wänden und man hat da unten so ein Alter. Wir sind jetzt in, bist du in Age 3 schon oder Age 4? Age Age 4. 5. Ich Age bin Age 5 schon. 5, ja. Warum ist hier ein dritter Joe? Ich weiß es nicht, aber ich will ihn töten. Wo kommt der denn? Töte ihn nicht, wenn er bei uns hier. Eigentlich waren wir nur zwei Joes. Wir sind die Joes, also gemeinsam in irgendeinem Stamm. Und Ressourcen kann man einsammeln, wenn man da draufschlägt, hat Kies gerade schon erklärt. Und dann kann man damit irgendwie Sachen aufbauen. Und durch diese Windmühlen generiert man Punkte. Ach, guck mal, du baust ja auch schon schön die Windmühlen hin. Ja, ich baue hier jetzt mal direkt ein paar Wir sollten dann jetzt Windmühlen. da halt natürlich auch gleich so ein bisschen zumindest mal ein paar Spikes. Abgrenzungen Spikes wären einbauen. ganz gut. Ja, Spikes Vielleicht, auch, aber weil. auch hier mit. Ja, dann Weißt nehmen wir aber du? den Stein doch mit, oder? Ja, natürlich nehmen wir den mit. Aber wir brauchen uns so ein bisschen, weißt du, die geben auch so ein bisschen Block hier rüber. Die dürfen einfach nicht so leicht hier reinkommen. Und wenn sie halt reinkommen, dann müssen sie erst an den Spikes vorbei. Gibt Ich es kann hier Tag- und sowas. Nachtwechsel? Wird das bei dir auch heller? Ja. Irgendwie schon. Jetzt habe ich hier Das ist noch ja eine völlig verrückt. Anfrage von einem anderen Typen, der will unbedingt in unseren Stamm. Ich weiß nicht. Der Die heißt Joes sind beliebt. Tap Out. Nee, der muss sich schon Joe nennen. Nur Ansonsten Joes kommt man dürfen hier nicht rein. rein. Okay, Ja. nur Joes. Ich meine, der andere hat es ja auch geschafft, offensichtlich. Ich bin der Einzige, der Ja. Mühlen baut, ne? Also. Ja, natürlich. Wo Wir sind sieht ja man gerade denn, wie viele an. Punkte hat man? Ach, hier unten 621. 621? Guck mal, wir sind Platz Ja, 5. stimmt. What? Joe ist auf Platz 5. Das ist ein anderer Hä? Noch ein Joe. Joe. Was ist denn hier los? Die Wir haben Joes. einen richtigen Hype ausgelöst. Der Joe-Hype. Der Joe-Hype. Ja, ich meine, wir sind ja auf Platz 4 jetzt schon. Wir arbeiten uns hoch. Ich glaube, wir werden heute die Nummer 1. Ja, wir machen die 1. Guck mal, die da oben Joe machen ja ist auf gar dem dritten nichts. Platz, ja. Double Oh nee, guck Joe. mal, also es wird auch unterteilt. Du bist jetzt aktuell auf Platz 3, weil du die meisten Windmühlen hast. Und ich bin auf Platz 10 mit meinen Windmühlen. Ah, stimmt, ja. Ja. Stimmt. Also, es wird leider nicht unser Stamm angezeigt, sondern nur, wir werden getrennt. Im Leaderboard gibt es keine Freunde, keine Brüder und Wie im Schwestern. echten Leben, ja. Ja. Guck mal, der hier. Der provoziert uns doch. Kedos, da müssen wir raus, Mann. Ja, Da draußen tobt ein ich komme ja Krieg. schon, ich komme ja schon. Wo ist er denn? Du, hier, zack. Okay, ich bin unterwegs, ich bin Wird Zeit, dass wir hier unterwegs. mal, können wir nicht irgendwie ein Katapult oder sowas bauen? Belagerungsmaschinen? Na, ich weiß nicht, komm. Wow! Hier, guck Was für mal, eine das Action, war oder? ja Da hat er die Luft unfassbar. Ja, angehalten. da wirklich, da ging es mir richtig durch. Wollen wir es dem irgendwie. Oh, Mutter, geht auf mich! Ja, ich helfe dir. Ich helfe dir. Shit! Pass auf, pass auf, pass auf. Der hat gegessen. Ich bin tot. Bist du davon gekommen? Sag mir Ich zumindest, dass lebe du noch, ich davon lebe noch. gekommen Ja, ich bist. lebe noch, aber der Okay. hat mich hier in die Ecke. Der ist richtig krass. Ich bin tot! Ja. Und jetzt? Habe ich jetzt alles verloren? Ist unser Dorf jetzt weg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja krass. Nee, Wir das kann haben. doch nicht sein. So, wobei, ich habe in irgendeiner Aufnahme gesehen, dass wenn jemand stirbt, auch dem seine Windmühlen sterben. Naja, es würde Sinn ergeben, denn meine ganzen Windmühlen sind jetzt alle wieder weg. Ja, und es ist auch nicht mehr du bist da im Leaderboard, sondern ein Joe mit großgeschriebenen Buchstaben. Noch ein Fake. Also, das gibt's doch nicht. Ich habe angefangen mit der Joe-Bewegung, dann kam auf einmal dieser Ja. Ketos-Joe-2-Typ und jetzt. Du wolltest auch eigentlich allein aufnehmen. Ich bin nur plötzlich irgendwie, habe die Adresse des Teamspeaks Weißt du rausgefunden was? nach Wir bauen jahrelangem hier unten Hacken. was auf. Ich Ja? glaube, hier unten ist ganz gut. Okay. Dann geht's nochmal Achtung, von hier vorne kommt los. einer. Der will's wissen, ne? Will er Was, es der will wirklich mir hier. wissen? Ja, der will mir hier ans Leder. Du musst mal so ein bisschen, du musst dich mehr aufbauschen. So ein bisschen durch krasse Bewegungen irgendwie den Hammer hin und her schwingen, damit die Leute wissen, okay, mit dem Joe will ich mich nicht anlegen. Geh mal hier oben hin, wo ich bin. Ja. Da hast du alles. Siehst du mal rein? Das ist gut. Unten rechts hat sich auch mal so ein bisschen Satan ins Spiel eingemischt, ist auch noch mit dabei. Guter Freund von mir. So, jetzt, das wird ein richtiges Empire. Ja, ganz viele Windmühlen Guck mal, Satan. aufeinander. Satan ist jetzt in unserem Team. Ja? Oh, wir müssen mal aufpassen. Ja, wir müssen jetzt eine Hier. Mauer machen, ne? Sonst werden Ja, wir hier die abgegriffen. sollten wir Also. wirklich machen, sonst wird das richtig.
richtig mies. Und das spielen die Kids, Kedos. Das ist halt so das, was die Kids auf dem Schulhof so daddeln. Ich weiß es nicht. Du hast mal wieder auf dem Schulhof vorbeigeschaut und meintest irgendwie... total verkehrt. Bist du vorbeigelaufen und hast den Kindern so, während sie da irgendwie mit ihren Handys in der großen Pause rumsaßen, hast du so dich von hinten rangeschlichen und hast drüber gelinst und geschaut, was sich denn so angeschaut wird. Schreiben die Kinder, ja. Da habe ich gesagt. Und da hast du rausgefunden, es ist die gute alte Mumu. Die gute alte Mumu ist halt immer beliebt, ne? Zeitlos. Also einfach zeitlos. Häng bloß ein I.O. hinten dran und es funktioniert. Guck mal, wie viel Platz wir hier schon haben. Das ist großartig. Ja, die Basis ist schon beeindruckend. Also man kann halt einfach sagen, dass wir das Spiel sehr schnell verstanden und verinnerlicht haben. Es ist nur beim ersten Mal durch den ein oder anderen unglücklichen Zufall etwas in die Hose gegangen. Wir sind halt schnell sehr gut geworden, so kann man das sagen. Ja, es ist so ein bisschen so dieser schnelle Aufstieg. Das viele Geld, das benebelt einen einfach. Wenn man direkt halt auf Platz 2 oder so ist, ja, da ist man schon im Rausch. Ich habe jetzt auch voll, ach nee, die Wind, ah ja, jetzt verstehe ich ja wieder. Je Bro, länger, die kommen da raus. Je länger deine Windmühlen stehen, desto mehr Punkte bekommst du, weißt du? Die generieren ja Punkte. Es sind wie Stromgeneratoren, bloß die generieren Punkte. Deswegen musst du deine Windmühlen so gut wie möglich und so lange wie möglich beschützen. Und je länger die stehen, desto weiter kletterst du nach oben. Okay, wir klettern jetzt ganz gut. Also ich bin jetzt auf Platz 6, du bist auf Platz 7. Und du bist schon auf dem 5. Platz. Joe! Alter, Joe, der räumt auf. Joe! Denkst du, das ist so ein Bürospiel? Dass man so heimlich spielt, wenn man eigentlich gar nicht arbeiten möchte? Mhm. Dass so man so halt im Büro das so nebenbei laufen lässt. Man bunkert sich halt ein, hat Leute in seinem Clan und... Das kann ich mir schon... Gab's das damals in deiner Schulzeit, also 1923? Ja, da hatte ich auch keine Schulcomputer da stehen. Doofe Frage. Renn okay. In die Basis rein. Aber schleunigst. Oh, da ist jemand drin. Das ist ein falscher Aufpassen. Joe. Das ist wirklich Undercover ein falscher Joe. Der falsche Joe. Der Uwe hat mich getötet. Ja, der hat deine Windmühlen geschrottet. Oh, ich komm wieder zurück. Ihr müsst die Stellung halten. Oh, nein. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Der falsche Joe. Alter, nein. Er hat sich als Joe ausgegeben. Wir können das nicht auf uns sitzen lassen. Das geht nicht. Willst du es nochmal probieren? Müssen wir. War einer der gefeierten Newcomer dieses Spiel. Ja. Aber war jedes so Mal sind wir dabei. Wieder tief gefallen. Ja, bei nichts. Nackt. Guck mal, das ist der falsche Joe. Ist das der falsche Joe? Rache! Hä? Was war da los? Nee, der ist gestorben. Okay, sehr gut. Ich hab jetzt auch die großen Spikes genommen. Da ist wieder einer von den Joes. Wir haben 9 von den Joes. Neuer Joe? Maple Joe? Mama Maple? Das klingt wie eine, da kann man direkt eine Eismarke draus machen oder so. Ist es heiß im Sommer? Dann nimm dir eine schöne Packung Maple Joe. Wir schreiben gerade enorm viele Leute in... Was ist denn da los? Ja, das Spiel spricht sich rum. Ich glaube, das mit den Joes spricht sich rum. Ein WhatsApp eskaliert hier zu meiner Rechten. Daran Mumus, die sind halt einfach beliebt. Ja, die Leute fragen sich, was ist das mit dieser Mumu? Mit diesem Mumu.io und den Joes? Gab es nicht auch irgendwo Gold? Gold? Nee. Ja. Nee, ich vermute... Irgendwas habe ich im Kopf. Weil das ist auch einfach nur wieder so ein... besagter Fiebertraum gewesen, den du hast. Wunschdenken. Fantasierst wieder. Ja, dann lass uns jetzt hier, das sollten wir jetzt mal schnell erledigen. Boah, ich hab richtig auf den Sack bekommen. Aber ist ein Cookie. Ja, ich hab ihn gegessen. Der ist stark drauf. Oh, what? Der ist viel zu stark. Ich weiß aber nicht. Warum ist der so krass? Was hat der denn? Ich weiß es nicht, warum der so stark ist. Er dopt. Der macht mich. Ich bin tot. Ja, ich seh's. Du bist gestorben. Wie hat er das gemacht? Der ist einfach da zack, 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 rasenmähermäßig durch. Aber Moment, du bist jetzt noch am Leben. Ne? Ja, das bedeutet, und ich bin allein mit Maple Joe. Ja, aber Maple Joe ist Boss. Aber Halo greift uns hier an, das ist so eine Gang. Komm! Das nicht. Oh. Komm, ich bin schon unterwegs. Oh, hier ist eine geile Stelle. Da ist ein Baum und ein Busch. Ja, wir werden hier angegriffen von all denen. Oh Gott, ey. Ich bin auch schon wieder gleich tot. Entschuldige mir das Gestöhne, aber es ist super spannend hier. Ich komm. Du stöhnst, ich komme. Das sind vier Leute hier. Wir brauchen viel mehr, wir brauchen eine ganze Armee. Also, 4 meiner Windmühlen stehen noch und ich verteidige sie eisernst alleine. Ich habe einen von ihnen getötet. Hier, du. Moment, ich brauche ein bisschen Food. Aber ich krieg leider jetzt niemanden mehr hin. Ja, jetzt haben sie gleich alle meine Windmühlen. Was ist mit Mabel? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Hier ist der Halo-Dude. Ja, ich habe ja auch einen von denen, der mich verfolgt. Ich muss jetzt fliehen. Meine Windmühlen sind alle weg. Aber das soll man eigentlich auch, wenn ich das hier richtig verstanden habe, so machen. Weil die Punkte behältst du ja trotzdem, selbst wenn die Windmühlen wieder verschwinden. Das heißt, wenn du überrannt wirst, dann haust du lieber ab und baust dir dann deine Windmühlen nochmal irgendwo anders von neuem auf. Ich such dich, Joe. Joe! Halt durch! Oh, noch ein Kill gemacht. Sehr schön.
Ich sehe hier gerade so einen Typen namens Irgendwie bei diesen Ben. IO-Spielen, da bekomme ich immer so ein enormes Verlangen. Hört dich an, ne? Das alles, ist richtig spitz hier. Ich bin jetzt oben rechts, direkt in der Ecke. Okay, da komme ich jetzt hin. Okay. Da kann ich mich orientieren. Da bist du. Ja, da bin Joe! Ich. Joe! Oh, wir sind wieder vereint. Grüß dich. Ja, da ist einer, der ist irgendwie so ein bisschen aggressive drauf. Musst du aufpassen da oben. Was ist das hier? Der hier? Hier, der da. Ja, der ist ganz schön aggressive. Aber wenn wir den töten, haben wir doch seinen ganzen... Weiß ich nicht, der ist wirklich, der wird gar nicht mal so unstark. Also nicht, dass du mir gleich wieder wegstirbst. Könnte sein, dass ich sterbe. Hab ihn. Nice. Jetzt schön. Ist der ganze Scheiß da oben weg, oder? Ja, jetzt können wir dann... Oder? Aber ist da oben ist eine weg? Scheißstelle. Ja, aber ist natürlich... Ja, man hat nicht alles. Das ist das Problem. Man hat eigentlich nur einen Baum. Lass mal hier so am Rand ein bisschen entlang gehen. Vielleicht hier sind noch Windmühlen. So eine Ecke wäre natürlich optimal. Die können wir eigentlich zerstören, die Windmühlen. Lass das nochmal machen. Aber ist das von T? Tee? Das ist T. Oh, Alter! Ist das, auf, das ist der auf dem ersten Platz, ne? Aber der ist Boss, oder? Na, ich geh von aus. Dir an! Wie kann der hier so... Hol ihn dir! Aus ohne Ende? Boah, ich bin tot, aber hol ihn dir, das schaffst du! Ich hab ihn! Ich hab ihn auf dem ersten Platz getötet! Alter, der spielt das Spiel nie wieder. Wow, dass das geklappt hat, also ohne deine Hilfe hätte es nie und nimmer funktioniert. Ich hab wirklich, bin mit dem letzten verbleibenden Lebensbalken, habe ich den auseinandernehmen können. Und das war's dann. Können wir irgendwas aber noch in den Chat schreiben, sowas wie, ne. Wenn das mal kein Achievement ist, dass wir hier den Erstplatzierten weggeräumt haben, also wenn ich jetzt hier so rumgehe, so ganz, oh! Weg, Vorsicht, ja. Kedos. Ja, ja. Reaper, wir können Allianz schmieren. Schmieren. Lass uns eine Allianz schmieren. Wir können rumschmieren zusammen. Schön, aus Brötchen. Eine geht jetzt aber ran. Ja. Weißt du, wenn wir das kriegen würden hier, die Steinholz-Bärenfestung, dann hätten wir schon echt das ist fast so wie damals bei unserer ersten Festung. Die ja, hatte ja genau. Auch eigentlich alles. Die war perfekt. Die hatte alles, aber dann kam der falsche Joe. Der falsche gesagt, Joe. Das hängt mir auch immer noch tief in den Knochen. Man kommt hier erstmal nicht durch. Man muss erstmal seine Windmühlen kaputt machen. Hab ihn. Oh, yes. Ey, wie schön das eigentlich läuft jetzt. Eigentlich schon. Jetzt sind wir auch warm, weißt du? Jetzt sind wir wirklich warm. Wir wussten nichts, aber jetzt sind wir warm. Oh. Hi, ist fies. Ja, oh. Wie kann er dich denn treffen? Wieso ist er denn so viel schneller? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht schneller. Ich bin tot. Cookie. Das gibt's nicht. Wieso sind die schneller? Kriegt man irgendwann ab Level 10 oder Level 15 nochmal? Ja, aber der hat hier so einen Standardhammer, also der ist Level 1. Ja, okay, Moment, daran könnte das vielleicht liegen, dass wenn man den normalen Hammer hat, man schneller ist, als wenn man dann das große Schwert trägt oder so. Also ich weiß nicht, ob ich das... Ich finde das nicht gut. Guck mal, ich treffe den gar nicht. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Es ist echt... Der gewinnt das. Wie kann denn zwei Leute von uns... Was hat er jetzt gemacht? Hier irgendwie platt machen. Ich weiß nicht, hat hier ein Ding hingesetzt? Keine Ahnung. Die gehen hier aber schon auf uns. Die haben was gegen die Joes. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, die Joes. Polarisieren irgendwie, ne? Da drehen sich auch manche so im Kreis, so Pirouetten. Ja, die haben irgendwelche krassen... Die sind schon tiefer drin. Ballett-Taktik, ja. Im Mumu-Business. Wir sind richtig tief in der Mumu. Wir kommen auch nicht mehr raus heute. Es wird den ganzen Tag nur noch mit der Mumu gespielt. Aber hier unten, Achtung, da ist so ein Badass-Typ. Was heißt Badass-Typ? Und so ein Reaper. Ja, so heißt der halt, Badass. Okay. Kommt der von Danny? Wahrscheinlich. Wurde geschickt. Hat mitbekommen, dass wir aufnehmen und dann hat er direkt seine Leute angerufen, um das Ganze zu sabotieren. Kann ich sagen, wir spielen morgen bei Danny auf dem Kanal. Wie lange geht denn die auch? Alter, wir spielen schon 40 Minuten, ja, ne? Was wir mal gesagt haben. Ja, okay, das ist jetzt die letzte Basis. Das ist jetzt wirklich die letzte Basis und dann müssen wir gucken, wie wir das irgendwie... daraus irgendwas Interessantes machen, aber es macht echt süchtig. Oh, der greift einen unserer Joes an. So, tschüss. Da ist Green Nipper. Green Nippe. Da kommt auch wieder... Der geht ganz frech hier... Der geht hier wirklich ganz frech ran. Der soll mal einen Abgang machen. Da oben ist auch 666. 666. Der will überlaufen, wieder zu den Joes. Ja, er ist wieder übergelaufen. Der Typ ist auch echt so ein... Der Teufel ist halt so ein Windiger, weißt du? Der sagt so, oh, hier, viele Ich weiß auch nicht, ob der sich da nur reinschleicht, dann regeneriert er und greift uns danach an. Dem würde ich alles zutrauen. Alter, hier geht's richtig rund. Hier geht's rund. Misch dich nicht ein, wenn es nicht um uns geht. Ja, aber die haben mich provoziert. Bleib bei La Familia, Joe. Wir haben genug Feinde. Joey, musst du die Pizza anfassen, ne? Na, packe die Pizza da drin, ne? Packe die Pizza an der Mühle. Na, gute Mehl. Ja, das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich nur so ein Müller-Simulator und da wird die ganze Zeit Mehl gemahlen. Ohne Ende. Das ist eigentlich Kokain. Das sind alte Kokainpasten. Ja, die Kokainmühlen. Wer kennt sie nicht? Da kommt die Kokainpaste rein, die wird dann hier schön trocken gemahlen und... Guck mal hier, da versucht auch jemand an unsere Tür ran, weißt du? Ich bin der Einzige, der hier verteidigt. Natürlich. Queen Mumu, hier unten ist die Königsmumu. Da unten ist Queen Mumu, ja? Ich will mit dir zusammenarbeiten. Arbeite mit der Mumu zusammen. Kann in Harmonie existieren, Mumu. Der greift mich an. Ich hab mich angegriffen. Ich würde reinrennen. Pass auf Queen Mumu. Ich wollte hier Friedenstänze machen. Oh. Das war ein Friedenstanz. Irgendjemand ist für uns gestorben. Da oben wird irgendwie...
Ich sehe es, Dog. Der böse Dog. Der ist der böse Dog. Dann verschwindet ja wirklich alles, nicht nur die Mühlen. Boah, der ist der nächste gestorben. Die ganzen Joes. Unsere ganzen Verteidigungslinien brechen ein. Ja. Petos, hier unten zumachen. Da ist der böse Dog. Ja, ich widme mich dem bösen Dog. Was macht der böse Dog hier? Der ist aber sauschnell, der hat irgendwie böse Sprintereien. Der böse Dog. Wir müssen den Dog wegholen, er hat unsere Leute getötet. Dog ist ein... Hab ihn! Ja! Oh. Schön! Operation Lockvogel. Das hat funktioniert. Der nächste. Wir müssen den nächsten da oben noch holen. Da haben wir uns gerecht. Der angeschlagen? Der hier, ja, der will auch einen Cookie essen. Aber er kriegt sich jetzt, hin. Jetzt. Und nice. Schon wieder. Nice. Hier, was ist mit dem da? Der provoziert mich. Du willst zu viel. Blutrausch! Ja, ich würde sagen, wir haben alles gesehen, oder? Fürs Erste. Alles gesehen. Oh, da ist der Chef. Alles erreicht. Da ist der Chef. Wie der Chef. Hier, der Platz 1 ist hier unten. Okay. Hier. Also wenn wir natürlich nochmal... Ich jage ihn jetzt gerade mit Joe. Ja, dann jag ihn mal. Oh, hier hängt, bei mir hängt's mega. Hängt's bei dir auch? Joe? Connection lost.